Heute habe ich für euch Skurriles und Wissenswertes aus 5 verschiedenen Blockbuster-Filmen. Hier kommt ein Harry Potter-Skandal, den fast niemand kennt. In den Filmen wurden mehrere SchauspielerInnen aus unterschiedlichsten Gründen neu besetzt. Der Charakter von Lavender Brown wurde in den Filmen von insgesamt 3 verschiedenen SchauspielerInnen verkörpert. In den ersten beiden Filmen taucht sie nur im Hintergrund auf und hat eine eher untergeordnete Rolle. Dort wurde sie anfangs von Caitlin Cowley und dann von Jennifer Smith verkörpert. Beides junge schwarze Schauspielerinnen. Im 6. Teil hat Lavender dann eine größere Rolle und wird die Freundin von Ron. Ab diesem Teil wird sie von Jessie Cave verkörpert. Was nun sehr unangenehm auffällt, Jessie Cave ist weiß, während die vorherigen Schauspielerinnen schwarz waren. Der Pate ist einer der bedeutendsten Mafia-Filme aller Zeiten. Aber wusstest du das schon über den Film? Durch einen absoluten Zufall ist die Katze von Don Vito Corleone zu einem absoluten Markenzeichen für Mafia-Bosse geworden. Denn diese Katze war ursprünglich nie vorgesehen und stand auch nicht im Skript. Es handelte sich um einen Streuner, der am Set auftauchte. Das ganze Team fand das Tier so sympathisch, dass man sie ganz spontan in die Szene eingebaut hat. Für mehr Fun Facts folgt doch gerne meinem Kanal. Deshalb ist Alien einer der schockierendsten Filme aller Zeiten. Um die Reaktionen der SchauspielerInnen echter wirken zu lassen, hatte Ridley Scott in der Kantinenszene eine geniale Idee. Nur John Hurt, dem das Alien aus der Brust kam, war eingeweiht. Alle anderen SchauspielerInnen wussten nicht genau, was in dieser Szene passieren wird. Daher wirken ihre Reaktionen so real, denn sie sind real. Diesen Funfact über der Herr der Ringe weiß absolut niemand. Im Film Die zwei Türme tritt Viggo Mortensen gegen einen Helm eines Uruk-Hai. Dabei hat sich der Schauspieler... Stopp. So geht das nicht. Werter Herr mag Filme. Diesen Funfact hat doch nun wirklich schon jeder gehört. Es ist einer der bekanntesten Funfacts über Herr der Ringe und auch einer der bekanntesten Funfacts in der Filmwelt überhaupt. Erzählen Sie uns jetzt bitte etwas Neues. Okay. Wusstet ihr übrigens schon, dass Aragorn ursprünglich von Nicolas Cage gespielt werden sollte? Auch wenn ich Nicolas Cage sehr mag, bin ich doch froh, dass es nicht so weit kam. Denn das könnte ich mir wirklich überhaupt nicht vorstellen. Es ist wahrscheinlich das berühmteste Filmzitat aller Zeiten. Nein, ich bin dein Vater. Die Zuschauer im Kino damals waren wahnsinnig überrascht. Genauso wie Luke Skywalker-Darsteller Mark Hamill. Beim Dreh dieser Szene teilte man ihm lediglich mit, dass seine Rolle Luke in dieser Szene die Wahrheit über seinen Vater erfahren würde. Durch diesen einfachen Trick erzeugte man eine echte Reaktion des Schauspielers. Genial! Harrison Ford als Han Solo hat im ersten Star Wars Film übrigens einige Szenen improvisiert. Etwas ähnliches machte er auch bei Indiana Jones. Diese und weitere Fun Facts findet ihr in diesem Video.